So Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Unite. Wir dümmeln wieder rein ins Geschehen und ich muss mal hier gerade noch Greenscreen-Anpassungen, glaube ich, noch kurz machen. Sekunde, ich sehe da schon wieder was, was mich leicht triggert. So, warte mal. Ist nämlich immer unterschiedlich, wenn man einen anderen Hoodie trägt, gefühlt, dann passieren wieder Dinge hier. So, warte mal. Kriegen wir gleich hin, Sekunde, ich muss mal ganz kurz, wo habe ich denn das? Greenscreen, ich brauche da so ein Bild, warte mal. So, ist es besser geworden? Ich hoffe. Bin mir unsicher. Bin mir noch etwas unschlüssig, aber ich glaube, es ist besser geworden. So, und hallo Gundu, wer geht? So, rein damit. Seit wann muss man die Tasten drücken? The fuck? Das ist irgendwie neu. Das ist irgendwie neu. So, okay. Leute, wir haben wieder Daily Quest. Wir haben keine Energie mehr übrig. Das, ja, okay. Kann man mal machen. So, hier haben wir auch wieder ein paar Tickets. Die nehme ich auch sehr gerne. Schiebe mich mal nochmal ein Stückchen nach links. Oder rechts. Ne, es ist rechts. Nevermind. So, okay. Jetzt sollte hoffentlich alles passen. So, was haben wir denn an Daily Quest? Also erstmal, bevor ich es vergesse. Fair Play Points. Wir spielen heute noch ein bisschen Pokémon. Vorm GBTA RP. Später müssen wir da ja auch wieder reindümpeln. Und dann gucken wir, dass wir das machen. Und danach würde ich wahrscheinlich gerne nochmal, wenn noch Zeit ist, nochmal ein bisschen abschalten mit Lake, würde ich sagen. Ne? Also so heute die entspannte Runde. Werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. So, womit fangen wir dann an? Ich würde sagen Quick Battle. So, wer mitspielen möchte, wie immer, ihr dürft sehr gerne. Ich starte schon mal eine Runde. Es ist eine andere Map wieder, ne? Ich glaube, da muss ich immer noch irgendwelche Gegner besiegen oder sowas. So, wen spielen wir denn mal? Ich bin immer noch ein Fan von Turtok tatsächlich. Gefällt mir immer noch relativ gut. Ja, komm. Vielleicht spielen wir dieses Mal mal mit Hydropumper und gucken einfach, wie sich das auswirkt. Aber ich glaube, naja. Da musst du jetzt Zapdos machen. Echt? Okay. Dann können wir mal gucken, ob das was wird. Da können wir ja dann mal gucken. Ich glaube, ich habe eine Erklärung, warum ich die letzten Tage immer müde bin. Weil Allergietabletten machen ja so also ein bisschen, ne? Hauen ja schon ein bisschen rein, irgendwie, Fragezeichen. Ich glaube, dass es tatsächlich sowas müde macht. Ich glaube, deswegen bin ich die letzte Zeit irgendwie gefühlt dauermüde einfach. Und, naja. Ich habe es heute mal irgendwie ganz lustig gemacht, weil ich ja eh wusste, so, okay, du musst jetzt nicht besonders früh aufstehen oder so. Das heißt ja, man soll irgendwie so schlafen, dass man diese Schlafzyklen irgendwie bla 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 irgendwie durchmacht und alles. Deswegen habe ich mir einen Wecker gestellt auf ziemlich genau 9 Stunden oder so. Das heißt, ich habe ziemlich genau 9 Stunden geschlafen. Habe dann aber trotzdem nochmal so leicht vor mich hingedöst. Aber so richtig geschlafen habe ich tatsächlich genau 9 Stunden. Auch irgendwie witzig. Guck mal, das ist ein Master, eine Greninja. Guck mal, die heißen fast gleich. Der eine heißt Nix und der eine heißt Xin. Oder wie auch immer man diesen i-Tüpfelchen mit zwei Dingen ausspricht. Auch witzig. So. Higgy. Auf geht's. Okay. Thank you.
So, sollen wir mal Hydropumpe. Wisst ihr was? Wir probieren mal Hydropumpe. Haut tatsächlich auch ganz gut rein, würde ich sagen. Das stimmt schon. Aber die andere Attacke ist halt trotzdem besserer Flächendamage eher. Oh. Gut, man kann es auch verfehlen, einfach wie ich gerade. Sollen wir auch mal Surfer? Wisst ihr was? Wir spielen mal jetzt eine komplett andere Kombi einfach. Spielen einfach mal eine komplett andere Kombi. Der Surfer ist super, super stark anders irgendwie, finde ich. Ja. Ist richtig witzig. So. Okay. Man kann auch einfach fett gegen eine Wand surfen, so wie es aussieht. Ich würde ganz gerne Zapdos machen, aber befürchte, ich bin der Einzige, der das tun möchte. Das ist höchstens noch ein Greninja. So rein mit der Scheiße. Das sieht doch nach einer guten Runde aus. Okay. Ich muss zugeben, ich mag die Attacken auch ganz gerne. Guck mal, der hat auch dieselben gelevelt. Zapdos kommt auch gleich schon wieder. Ich muss zugeben, das Quick Battle hier gerade macht auch echt Fun irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hat was. Zumindest gegen die Gegner ist das ganz, ganz witzig eigentlich. Kann ich mal respawnen? Wir haben halt auch ein relativ gutes Team, sagen wir es mal auch so. Na schön. Blub. Blub. Weg damit. Ach ja. Oh Gott, der Typ hat umsonst geultet, der Arme. Aber der Surfer macht irgendwie gefühlt nur einmal stark Damage. Also irgendwie... Finde ich den ein bisschen weird, muss ich zugeben. Also da sind die anderen Attacken, glaube ich, schon besser. Ich wäre gleich bereit, perfekt. Dann gehe ich schon mal in Discord. Boah, Alter, haben wir die platt gemacht, die Armen. Die tun einem ja fast schon leid bei sowas. Heilige Schande. Hey ho. Morgen. Morgen. Was? Ich bin sogar MVP geworden? Also auf. Läuft.
Nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, das war knapp. Wenn man aus Versehen auf Battle Agenda mal klickt und dann erstmal so einen Herzinfarkt bekommt. So, als ob ich. Hä? Als ob ich schon alle durch habe. Gut, ich beschwere mich nicht, aber trotzdem sind Leute. Als ob. So, ich bekomme einen komischen Armreif. Scheinbar, ja. Okay. Kann man machen. Oh, der Scorbunny-Skin ist gar nicht mehr so weit entfernt. Time remaining 18 days, 8 hours, 14 minutes. Ja, das sollte machbar sein, glaube ich. Wenn man jeden Tag ungefähr ein Level bekommt. 1, 2, 3, 1. Das sind immer 11. Ja, doch. Also den Pass an sich kriegst du schon durch. Die Bonussachen vielleicht nicht. Ich frage mich, was da noch drin ist. A total of 25 Battle Pass Prize Boxes waiting for you to be claimed. Ach so. Oh, warte mal. Heilige Scheiße. Warte mal. Ah, okay, dann das könnte man sich auch holen. Hast du eigentlich gerade dein Mikrofon gemutet oder was ist los? Man hört schon wieder Dinge bei dir. Hust, hust. Ja, Ich weiß immer genau, wann du dein Mikrofon gemutet hast. Das ist keine gute Funktion dieses Mikrofons, dass das Geräusche macht. Ja. Wenn ich noch alles hier durchkaufen müsste, wird 770 Dingens kosten. Krass. Ja, aber das schafft man ja locker. Du kriegst ja, ich denke auch. Ein Level pro Tag plus die Weekly Quests. Nee, ich denke auch, dass das an sich kein Problem ist. Und in diesen Bonuskisten sind ja eh nur EOS Tickets, Holoware Tickets und die orangen Tickets drin. Achso, ey? Ja, das kommt man nachsehen, wenn man auf diese auf den zum Battle Pass dahin geht und dann auf Minus klickt. Okay, warte. Ah, okay. 50% Chance auf ein. Okay. Also, das ist jetzt. Also. Du bekommst maximal 10 von. Ne, 130. 0 von 130. Ne. Nee. 10 Boxen gibt's insgesamt. Ne. Unclaimed Battle Pass Price Box. 0 von 25. Was ist denn 10 von 10 da oben? Hä? Achso, das ist die 10. Seite des Battle Passes. Ah, okay. Okay, also du kannst 25 von den Boxen claimen, brauchst 130 Battle Points dafür, was ungefähr ja auch einem Level entspricht, und kriegst dann sozusagen 25 mal. Das wäre. Das heißt, je nachdem, wie viel Glück du hast, hast du dann 2500 Tickets mehr. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber deutlich weniger und deutlich mehr von den anderen Sachen, die du eh nicht brauchst, gefühlt. Ich meine, die Holoware-Tickets, okay, ja, kann man machen. Aber. Dieses orangene. Keine Ahnung. Das habe ich gefühlt schon voll durch die ganzen Energy-Spins. Bin gespannt, wie viele man von den Kisten dann noch bekommt, wenn man es normal durchmacht, irgendwie so, aber. Wahrscheinlich hätte man normalerweise, wenn man von Anfang an gespielt hätte, mehr bekommen, aber trotzdem so, Naja. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Interessant auf jeden Fall. Ich glaube, es lohnt sich mehr einfach dann gefühlt Item Enhancer einfach zu holen mit den komischen Punkten da. Geld auszugeben, ja, als irgendwie anders was. Naja. Ich kann ihn nicht spielen, aber ich wünschte es. Wen? Snorlax. Ich habe ihn mir gestern Abend noch geholt. Oh Gott.
könnten wir noch fürs Team gebrauchen? Ein Alolan Ninetales. Macht jetzt Knuddelluft-Jungle? Okay. Dann würde ich vielleicht einmal Terra oder auch. Achso. An den Jungle. Ja, stimmt, der hat gerade Knuddelluft auf Länge, ne? Ist eigentlich eine gute Wahl. Aber er war nämlich gerade ein Quajutsu. Ja, eben. Let's give it our all. Muss man langsam irgendwie vielleicht auch die Zahlen, also die wird am besten sogar Gefühle aufschreiben und irgendwo hinlegen, hier als Zettel ohne Witz, wann zum Beispiel sowas wie die Bienen spawnen oder sowas, so wichtige Nummern einfach. Damit man. 50, glaube ich. Echt? Ich weiß dann das halt alles nicht, das muss ich eigentlich mal gefühlt irgendwie wissen, damit ich da irgendwie dann perfekt zum Zeitpunkt am besten schon da bin und die wegmachen kann oder sowas. Das wäre halt echt gut. Ja. Und um glatt 8 kommt, glaube ich, der Krebs. Das heißt, du hast 10 Sekunden, um den zu machen und wieder in die Mitte zu rennen. Go! Da, 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 da. Hier unten ist gerade. Ach doch, da ist ein Froakie. Konnten wir ungestraft einlochen. Sieht's hier oben aus? Nee, ist alles ein bisschen weird. Okay. Dann bleibe ich erstmal bei den Krabben. Ja, geh ruhig in den Jungle kurz. Brauche ich eine Hilfe oben? Ganz, 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 ganz dringend. Jo. Komm mal. Hier ist ein Kamerad. Okay, danke. Danke. Bitte. Da kommt dieses scheiß Absol von denen. Yep. Ich glaube, hier ist ein. Absol ist auch wieder da. Okay. Ja, der
haut alles raus, was er hat. Haben die es bekommen? Ne, wir haben es bekommen, oder? Oder haben die schon gemacht? Ich weiß es nicht. Die also ist es nicht. Oder? Doch, nee, doch, nee, wir. Gut. Gut gemacht. Ich lauf gleich hoch. Ja, oben, die machen auch schon Rotum tatsächlich. Uff. Guck mal, ich bin fett geworden. Ja, wir machen's. Ah, scheiße. Schade. Was machen denn die anderen da hinten schon wieder, ey? Und dann verkacken sie gegen... Oh mein Gott, ey. Sekunden bis Dreadnought. Schade, Mist. Nach oben. Du Scheiße. Die waren alle da, das kannst du vergessen, da rein zu dümpeln. Ach oh Gott, blödes Absurd. Okay. Die sind schon in der Mitte. Die Gegner. Alle, wie? Gut, sie laufen gerade wieder runter. Das machen? Ich fange es schon mal an und dann kommen sie und dann überraschen wir sie. Sehr schön. Ich laufe unten lang. Nicht oben.
Ich wollte nicht mal einlochen. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie... Also mit Einlochen war da gerade nicht viel, habe ich den Eindruck. Aber wir sind in Führung. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch gut verteidigen. Ja, jetzt respawnt gleich einer, brauchst gar nicht probieren. Komm lieber zurück und verteidige, wir sind in Führung. Vorsicht, einer, die gehen zur Mitte. Soll eigentlich gereicht haben, laut der Anzeige. Sehr schön. Cool. Ha, gut, gut. Sehr aber schön. Irgendwie, wir haben relativ wenig eingeloggt, hatte ich den Eindruck. Haben wir auch. Das war auch der Einzige, der oben gegangen ist. Irgendjemand anders wäre noch oben gegangen, dann wäre es auch easy gewesen. Und das Cinderace hat auch nicht eingeloggt, okay. Na, der bekommt keinen Good Job von mir. Von mir auch nicht. Der hat es nie geschafft einzulochen. Zum Schluss nicht, zum Anfang nicht, gar nicht. Schon weird. Ja, schon immer ein bisschen enttäuschend von manchen Leuten, aber gut. Manchmal hat man solche Runden. Ja, hat ja geklappt. Ich freue mich schon nachher auch ein bisschen in den Quick-Matches, wenn ich die Zapdos-Mission noch mache, Snorlax zu spielen. Das glaube ich dir. Ja, einfach so langsam ein bisschen hochüben und dann irgendwann einfach meinen Rank versuchen. Ich komme mit dir hoch, weil das Quajutsu macht auch einen auf Jungle. Mal gucken, ob es ein guter ist oder einer, der halt sich denkt, oh ja, der ist OP, den spiele ich, aber ich kann ihn eigentlich gar nicht. Ich hoffe auf einen guten. Weiß ja, wie es immer ist. Ganz ehrlich, es ist halt so, jeder spielt halt einfach Quajutsu, das ist halt so, Ich meine, das heißt halt nicht unbedingt, dass er gut ist. Mit Trank. Ja, und der ist Master, das spricht auch eher gegen ihn. Hust, hust. Der Macho mal mit Trank ist Veteran. Oh, und das Cramorant ist auch Master. Lauf. Null. Na, der hat auch Hackerknarre, oder? Den Krebs machen wir etwas später, gleich kommen ja die Dinger.
Das ist schon lustig, wie du das immer wegschiebst. Vorsicht, sie versuchen einzulochen. Wir haben gleich ganz andere Probleme. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay. Gut, wenigstens gibt's hier die Ordachs. Ich mach noch schnell das eine Ohr doch und komm dann auch runter. So, ich heile mich und gehe dann auch hoch. Jo. Ich habe immer noch das Schlock mitgenommen. Sehr schön. Dreimal Zapdos für drei Item in Hänse, ja. Das ist halt echt richtig toll. Bringt's richtig, ne? Und was wirst du Großartiges mit deinen Item in Hänse machen? Bringe irgendwas auf Level 2. Krass. Ach Mist.
Wow, dafür hast du geultet, dein Ernst? Krieg gleich Probleme. Jupp. Das habe ich befürchtet. Twitter kommt hoch zu euch. Sender auch. Mach mal, versucht unten einzulachen. Ich weiß nicht, ob sie schon Zapdos angefangen haben. Mm-mm. Okay, er hat mich unten getötet mit seiner Ult. Er kann das jetzt wegmachen. Ich laufe auch gleich mit in die Mitte. Ja, sehr schön. Gegner haben wir aufgegeben. Ah, gut. Easy. Ach, schön. Ha, schön. Ja. Boah, gerade läuft's wieder zum Glück. Sag das nicht zu laut. Ja, ich. Du, also den Großteil der Spiele für heute haben wir jetzt definitiv gewonnen, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, allzu lang kann ich auch nicht mehr. Ach ja, stimmt, 19 Uhr. Cool, wieder da. Rang 4 Dingens da. Kann ich wieder gleich wieder absteigen bald. Ey. Ich sehe schon wieder kommen, bald wieder Rang 3. Nein. Ich habe jetzt auch ein Matchball-Game für Class 4. Das machen wir jetzt auch noch. Ja, wenn dann schon. Ich möchte heute in Class 4 enden, bitte. Ja, das wäre cool, ja. Das würde ich auch sehr feiern. Damit wir dann beim nächsten Mal zumindest gleich wieder Tieren können. Ja, aber dann enden wir heute mit einem positiven Ergebnis. Ich habe nicht mal was zum Performance Points schützen in Class 4 dann. Für mich ist es kein Matchballspiel, also passt das. Thunder Queen, das gleicht sich wieder aus. Ja, I'm tempting fate hier. Das ist jetzt schon mal eine Katastrophe, wenn ich unser Team sehe. Hilfern. Bin ja mal gespannt auf RP später dann, wenn wir da im Laden dümpeln. Ob da viel los sein wird oder nicht. Ich bin auch gespannt drauf. Ich meine, es ist halt wirklich nur Bademode, das macht es halt manchmal so ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Und etwas Sport. Ja, ein bisschen. Ja. Aber das Schöne ist halt, in Los Santos ist wenigstens das ganze Jahr über praktisch Sommer. Das stimmt. Ich glaube, es kann sogar auch schneien, soweit ich weiß.
Also es ist wahrscheinlich, cool, ist wahrscheinlich nicht realistisch eigentlich halt, aber oh, sag's einfach, Klimawandel passt schon. Gehst du eigentlich mit mir hoch? Ja. Cool. Ich bin wieder süß und kann nichts. Basic Attacks sollen wohl auch ganz nervig sein bei dem Viech. Wie gesagt, deswegen auch Maske. Gerade weil es einfrieren kann. Ja. Das sind richtig nasty teilweise sogar. Schön bekommen. Ja, so muss das. Boah. Ich hasse es, wenn es dann immer nichts zu tun gibt. Geh drauf. Ich geh mich mal lieber schnell heilen. Hau drauf. Der hat mich schon weit runter. Hau drauf. Ich bin doch noch hinten beim Heilen. Ja, aber wir haben die doch. Ja gut, wir haben einen Kill, passt schon. Jetzt kann ich wieder heilen gehen. Guck mein Leben an. Krabbe? Geht die Krabbe noch? Ja, die Krabbe geht bestimmt noch. Aber ich bin wenigstens entwickelt. Die da haben. Na ne, die haben die da gemacht. Lacker. Der Jungler kommt. Okay. Nimm schnell eine Beere. Unser Jungler kommt auch. Sehr schön. Ihr solltet auch runter wahrscheinlich dann. Yep. Wir haben noch schnell das Tor kaputt gemacht. Schütze macht's oben alleine. Roter. Mhm. Ja, die fangen's an.
Also das Quajutsu, ich weiß nicht. Spielt ein bisschen fragwürdig, finde ich. Auch dass es lieber Rotom gerade gemacht hat, anstatt Rednor, fand ich jetzt nicht so Premium, muss ich schon sagen. Ja. Ne. Also davon bin ich noch nicht überzeugt. Rotom ist gleich wieder. Dreadnought auch in 20 Sekunden. Kommt ein Cinderace. Ach Gott, Ult gecancelt. So eine Scheiße. Sehr gut gemacht. Ich wünschte, wir wären halt irgendwie trotzdem da teamkampfmäßig reingegangen. Ich glaube, wir hätten die platt gemacht gerade. Okay, und jetzt farmen. Zapdos kommt und dann sollte man good to go sein. Sehr schön, gut gemacht. Gott, Quajutsu, geh verteidigen. Haben wir gefühlt überhaupt was reingehauen? Außer wir müssten leichte Führung haben. Ah, sie haben noch was reingemacht. Ich hoffe, das reicht noch. Wann haben die noch was reingemacht? Nicht gerade, sondern... In der, sehr schön, sehr schön. Herzinfarkt, ey. Unser Tor war
Vorhin noch bei 100 und jetzt nur noch bei 58. Die müssen, Okay. glaube ich, noch was gemacht haben in der Zeit. Das trotzdem Matchballspiel haben wir gewonnen. Dass man das nur erleben darf. Puh, ja. Sehr schön. Woo! Class 4. Yeah. Sehr Party. Schön. So, eine geht noch, würde ich sagen. Das finde ich gut. Kann ich nämlich nicht abschneiden. Oh, und sogar 100 Performance Points durch den Winstreak Bonus. Kann zweimal verlieren. Aber wir gewinnen jetzt, ja. Ja. Verlieren ist keine Option. Und das will ich nicht. Ach, Totok macht echt Fun. Manchmal bin ich mir zwar echt unsicher, ob ich nicht doch andere Attacken spielen sollte, aber. Dann sehe ich doch wieder, wie gut die sind, teilweise. Heute war ich sogar schon richtig produktiv und alles. Heute habe ich sogar schon Mittag gegessen. Warte, 18 Uhr, du hast schon gegessen. Respekt. Krass, ne? Mozzarella-Sticks. Und ich muss gleich Rennmaus noch füttern, oh, erinnert mich daran. Wenn ich dann alles umswitche und so. Das werde ich versuchen. Ich bin sehr gut, ihr Dinge merken. Oh, die haben Gengar. Das könnte gut für uns sein. Und Gardevoir. Das heißt, am Anfang sollte die Lane mit der gut sein. Ja, vor allem dann noch ein Greninja. Ist halt die Frage, ob der eine dann, also sieht eher nach Gengar Jungle aus, aber irgendwie. Wenn nicht, dann sollten wir eigentlich gut Game haben. Mal gucken. Immerhin. Ah, da oben geht so die Post schon ab mit dem Jungler von denen. Ah, unten okay. Haben wir wenigstens einmachen können. Ja, die haben leider jetzt oben dafür hinbekommen, wegen dem Jungler. Und ansonsten, wenn der nicht da ist, macht es. Ja, da ging's noch, aber es war halt super aggressiv und dann war es halt irgendwie wieder klar, dass das passieren würde. Ah, der ist ja immer noch da. Ist er hier unten zu den Krabben gekommen? Ach, hier kommt, sag das doch. Ja, guck auf die Map. Ich war gerade darauf fokussiert, wegzulaufen. Okay.
Okay, Quatschutsu macht uns einmal alle kaputt, ey. Oh mein Gott, das ist Stufe 9. Kein Wunder. Wieso ist das Stufe 9? Und hat 4 Kills, heilige Scheiße. Quatschutzu ist auf dem Weg nach oben. Es kommt. Ich komme auch auf hoch. Schön. Ich kämpfe dir da im Tower. Nein, nein. Töten im Tower. Ich glaube, töten kommt hin. Sehr schön. Geh lieber weg. Ich gehe mich erstmal heilen. Die Ult war gerade ziemlich unnötig, hätte ich lassen sollen. Quajutsu macht das Dreadmaw gerade. Ja, aber allein kann ich da nicht viel machen. Ich habe auch meine Ult nicht. Ah, Scheiße.
Ja, scheiße. Die machen das. Naja. Trotzdem noch ein Erfolg. Twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.